Los geht's. Wir sollen also nach Weißlauf gehen. Dann können wir hier einfach dem Weg folgen. Und es ist auch noch hellichter Tag. So kann uns nichts überraschen. Nicht, dass uns etwas überraschen würde, hell. Aber man kann heutzutage nie sicher genug sein. Ich wollte noch kurz schauen, wen ich denn ein Drauger. Ich glaube, der Drauger hat mal ausgeführt, wenn man so einen anderen Freund mal beschwören. Also, Oblivion. Sind zwar nicht die stärksten Wesen dieses Gamps, aber kann nicht alles haben. Sollte es laut Karte nach hier gehen, dann kommen wir hier vorbei und dann kommen wir schon gleich in Weißlauf an. Würde unseren Freund aber gerne mal beschwören. Zeige dich, Kreatur aus Oblivion, mein Scum. Zeige, was du in der Lage bist zu tun. Naja. Nicht gerade eine imposante Erscheinung, aber man kann nicht alles haben. Wenig los auf den Straßen hier. Na, der Bürgerkrieg lässt wohl die meisten zu Hause bleiben. Überall Elche. Ich bin nicht in die Jagdstimmung. Ich bin gerade nicht wirklich auf der Suche nach Leder. Das hier hinten müsste wohl Weißlauf sein. Dieser Drachenfeste. Keine Zeit verlieren. Und dort unsere Nachricht abgeben, dass diese Lindwürmer wieder zurück sind. Aber was ist so stark, um diese Wesen von den Toten zurückzuholen? Das ist die Frage, die mich beunruhigt, meine Göttin. Nein, ich glaube auch nicht, dass es einer von euren Brüdern war, meine Göttin. Oh, jemand auf der Straße unterwegs. Lange nicht jemanden gesehen. Scheinen wir aber nicht Banditen zu sein. Jetzt hätten die uns wahrscheinlich schon angegriffen. Solange sie uns nicht angreifen, greife ich sie nicht an. Was seid ihr denn für Vögel? Ein Stender? Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Hört mal zu. Die Dedra sind es, die uns zum Licht des Wissens führen. Ihr holt dich deinem falschen Gott. Dieses Mal lasse ich euch noch davonkommen, doch das nächste Mal sollte ich mitbekommen, dass ihr über die Dedra so herzieht, werde ich jeden einzelnen von eurem Orden auslöschen. Habt ihr mich gehört? Die Wächter werden über euch wachen. Verdammtes Gesindel. Sollte sie eigentlich hier auslöschen. Aber ihr habt recht, meine Göttin. Wir wollen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Vorerst das erledigen, was wir zu erledigen haben. Danach können wir immer noch irgendwelche Höhlen erforschen oder uns mit diesen Wächtern anlegen. Wird auch schon langsam etwas dunkler, sehe ich. Ah, ein Gasthaus. Tag der. Vorher ist keine Wahnsinnigen auf den Straßen unterwegs. Das kann auch nur Vorteile bieten. Aber ich glaube, überall sind diese Wahnsinnigen unterwegs. Man muss nur die Augen offen halten. Da rennt jemand. Was machen die? Töten einen Riesen, sehe ich. Okay. Naja, wem es gefällt. Was seid ihr? Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Naja.
Ihr seid doch nicht wirklich gerade die Sorte von Leute, die wirklich Hilfe gebrauchen können. Ist das nicht so? Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Oh, das ist aber so schön, dass ihr eure Familie gefunden habt. Das würde mich so etwas interessieren, aber... Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Was ist denn ein sogenannter Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Oh, das ist aber wunderschön, dass ihr zusammen loszieht und Monster kaputt haut. Hör zu, Mädchen. Ich bin zu etwas Größerem berufen. Mein Name ist Noland Vichin. Ich bin ein Priester Mephalas und habe keine Zeit für eure Jagdgesellschaften, also. Das klingt nach reiner Zeitverschwendung. Ich hab Besseres zu tun. Niemand hat euch nach eurer Meinung gefragt. Wenn ihr denkt, dass ihr besser seid als wir, solltet ihr mit Kodlak Weißmähne reden. Dann seht ihr, was einen wahren Krieger ausmacht. Ja. Ja, aber das lassen sie liegen. Pfeile nehmen wir mal mit. Hätte nicht gehofft, dass wir von dem Riesen noch irgendwas abgreifen können. Aber leider nicht. Verdammt, die Idioten. Ihre fehlgeleiteten Ideologie. Wegen, oh, wir sind die Erretter dieser Welt. Oh, wir können ein Schwert führen und einen Bogen schießen. Doch, wir sind euch natürlich mehrere Schritte voraus. Verdammtes Pack. Kennt mich mal. Sollen sie doch in ihrem eigenen Blut ersticken. Aber Weißlauf sieht sehr groß aus. Neue Aufgaben. Neue Ausrüstung, neue Möglichkeiten. Das kann also nur zum Vorteil von uns sein. Was meint ihr, meine Göttin? Ich solle den Kerker aufsuchen von Weißlauf? Aber warum sollte ich denn den Kerker aufsuchen? Natürlich nicht, meine Göttin. Natürlich würde ich euch niemals anzweifeln. Dann sollen es die Kerker sein. Und die Brücke ist schon mal unten. Das ist schon mal sehr gut. Und das will der Vogel. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Hör mal zu, du kleines Licht. Ich komme hier direkt aus Helgen und habe es gesehen, wie der Drache alles zerstört hat. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Formalitäten. Na schön, aber wir behalten euch im Auge. Ja, es ist sehr schön. Was euch hilft, nachts besser zu schlafen? Dann wollen wir nach Weißlauf gehen. Ah, sehr schön. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die Kaiserin. Ah, eine riesige Schmiede, Hell. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um? Ja, ich liebe es, wenn das Imperium ein bisschen zurechtgestutzt wird. Eine riesige Stadt, aber. Naja, riesig. Mehr als ich gewohnt bin. Ich habe eine ganze Zeit in einer Höhle gelebt. Kampfgeborener, gebt mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Ich helfe meiner Mutter, 5 Cent Gemüse zu verkaufen. Sehr schön. Meistens macht es Spaß. Aber nein, es bitte. Ich weiß, dass euch eure Familienehre wichtig ist. Aber wir können uns das nicht leisten. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht alleine holen. Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter für die Beschaffung eines rostigen alten Schwertes hungern lassen? Ich muss einfach nur ein, vielleicht zwei gute Männer anheuern. Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen. Hell? Ganz einfach. Holt euch euer Schwert oder behaltet eure Frau. Wenn ihr einen Fuß vor das Tor setzt, bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da. Naja. Da ist wohl jemand. Eine Beklemme. Der Herr? Wartet. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ich habe gehört.
Oder besser gesagt, ich konnte es nicht überhören, dass ihr euch etwas gestritten habt. Aber worüber habt ihr euch denn gestritten mit eurer Frau? Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Das hört sich gut an. Ich bin auf der Durchreise, ein einfacher Priester Mephalas. Braucht ihr vielleicht Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Natürlich, natürlich. Gib mir das nur. Diesen Gefährten oder wie die Vögel sich nennen, kann man nicht vertrauen. Und die Wachen haben Besseres zu tun. Ich werde nach dem Schwert suchen und werde es zu euch zurückbringen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr dieses Schwert findet, bringt es bitte. Wir sind die Kinder der Menschheit. Und wir werden Himmel wie auch Erde besitzen. Dass man diese Idioten hier überhaupt noch predigen lässt. Zu was ist dieses Land nur verkommen? Aber egal. Es wird Zeit, dem Jarl zu berichten von den Drachen, die zurückgekehrt sind. Und schauen wir, wie sich das für uns so auszahlt. Okay, Schwerter ziehen. Dies ist nicht die Zeit für Blinden. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrouf empfängt keine Besucher. Dazu, kleines Mädchen. Könnt ihr euch ohne weiteres hier auf der Stelle gleich mal weghauen. Doch ich habe Nachricht von Helgen über einen Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Sehr schön. Hell, ihr habt es mal wieder erlegt. Lasst euch ja nicht aufhalten. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, mein Jarl. Dieser Lindwurm ist aufgestiegen und er hat alles zerstört, für was Helgen je gestanden ist. Es ist nur noch ein Haufen Asche und Holzreste übrig. Bei Ismir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Selbstgefälliger. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Drach. Wollen wir uns das doch mal anschauen. Ich hoffe nicht, dass Hell sich mit jemandem prügelt. Noch nicht. Okay, das muss dieser Hofmagier sein. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Weiht alle Einzelheiten ein. Okay. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt.
Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Hell, ich warte. Eine alte Ruine, sagt ihr? Ich habe schon irgendetwas gefunden, aber was soll ich denn genau holen? Oder reden wir vom Gleichen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Aber dort war ich doch schon, mein Freund. Aber meint ihr diesen alten Stein? Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Okay, und kriege ich jetzt irgendetwas dafür? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Gut, dann wollen wir uns mal zum Jarl gehen. Farengar! Ja. Oh. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ein Drache? Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Okay. Ein Drache soll es sein. Ist das diese Prüfung, von der ihr gesprochen habt, meine Göttin? Virelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Sehr schön. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Okay, Hel. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Dann heißt es wohl, auf zur Drachenjagd. Ist das diese Prüfung, meine Göttin, die ihr gesprochen habt? Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, gegen einen Drachen zu kämpfen. Aber ich werde sicher einen meiner stärksten Beschwörungen zur Hilfe holen. Hell? Es wird Zeit, Drachenjagen zu gehen. Ein komisches Gefühl. Einen Drachenjagen. Hört sich irgendwie komisch an. Eine Kreatur, die so lange ausgestorben war.
und jetzt wieder zum Leben erweckt wurde, als wäre es das Natürlichste. Was mich eher beunruhigt ist, welche Macht man besitzen muss, welche alte Magie man braucht, um so einen Lindwurm wieder zu beleben. Falsche Seite. Hier geht's ja nach unten. Welche Macht muss in einem innewohnen, um einen Drachen wieder zu beleben? Selbst ich bin noch nicht in der Lage, Drachen zu beschwören. Und ich kenne mich schon lange in diesen Künsten aus. Na, keine Zeit verlieren. Mich möglichst schnell zu diesem Turm begeben. Da ist sie. Ich glaube, der Drache, der wird sicher fliegend unterwegs sein. Das Beste wird es wohl sein, ihn dazu zu zwingen, nach unten zu kommen und sich hinzusetzen auf den Boden. In der Luft sind Drachen extrem schwer auszumachen. Aber wir geben unser Bestes. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Ich bin geschützt durch das Licht Mephalas. Kein Drache dieser Welt kann mich töten. Meine Macht, oder die Macht, die mich schützt, übersteigt seine um Weiten. Dennoch nicht übermütig werden. Beste wird es sein, möglichst sich zu versammeln, den Aurorian zu beschwören, der den Drachen von Weitem mit Blitzmagie vom Himmel holt, sobald er sich hinsetzt, mit allem, was wir haben, ihn zu Brei zu hauen. Und hoffen, dass ihm das irgendetwas ausmacht. Das verheißt nichts Gutes. Tote Tiere schon am Wegrand. Die Sonne geht zwar unter, aber der... Du meine Güte. Es brennt schon alles. Deswegen... Jetzt... Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem Drachen natürlich. Der kann überall auftauchen. Kommt, mein Aurorian, es wird Zeit zu kämpfen. Erstmal die Armbrust zücken. Doch hier irgendwo sein. Ist hier immer noch irgendwo. Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Da kommt der Drache? Geht in Deckung. Wo ist der? Da ist der. Verdammter Lindwurm. Verdammtes Drachenvieh. Wo ist der gelandet? Da ist er. Nimm das, du Drachenvieh. Verdammt, der ging daneben. Müssen aufpassen auf seinen Feuersturm. Wo ist er? Er hat sich hingesetzt. Wo ist der hin? Da ist er. Verdammtes Drachenvieh. Da hat er einen aufgegessen! Du Scheiße, stirb endlich, du dreckiges Vieh! Ja, natürlich! Komm her, du Drachenvieh! Nicht so weit nach hinten dich begeben!
Müssen auf diesen Feuersturm aufpassen. Aufpassen, dass er uns nicht auf isst. Ist der tot? Seht nur. Was ist das? Meine Göttin? Ich spüre es. Was war das? Was war das? Ein Schrei? Okay, was passiert jetzt? Die Stimme des Drachenblutes. Drachenblut? Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Was zum... Was ist ein Drachenblut? Ich bin ein einfacher Priester Mephalas. Kein Drachenblut. Weder habe ich in seinem Blut gebadet. Wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich habe die Macht, Drachen zu töten und ihre Seelen in mir aufzunehmen? Ich bin nur ein einfacher Diener Mephalas, aber... Ihr könntet damit recht haben. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Mal hier Stimmt. noch den Drachen untersuchen. Knochen sind zwar schwer, aber damit kann man sicher schmieden. Und da viel dabei. Meine Bolzen wieder zurück. Gut. Vater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Tiber Septim. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Ich nehme es an. Ist da wirklich ein Drachenblut? Naja, gehen wir zurück zum Jarl. Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit. Aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Machen wir das. Karl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was ihr... Einen Drachen getötet. Tag. Einen Drachen getötet. Drachenblut. Das Banditen? Scheinen mir nicht Banditen zu sein. Ja, Legionssoldat. Aber kann es wirklich sein? Ein legendäres Drachenblut. Ah, Khajiit. Oder? Ah. Oh, Mann!
Heide, nein! Mein Vater! Was war das? Dahl in heller Aufruhr. Verständlich nach einem Drachenangriff. Ich habe einen Drachen in mir aufgenommen. Wir haben einen Drachen getötet. All diese Kashit hier machen. Ich habe noch keinen Camp von ihnen gesehen. Hell hat sich wohl gerade noch mit einem Kätzchen unterhalten. Es ist jedenfalls sehr nett, dass sie den Kashit Unterschlupf gewähren. So far things are going well. Let's just hope the weather holds. Ich wurde doch bereits gesagt, haben sie wohl alle Unterschlupf gefunden. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir machen, ist nach ihr zu suchen. Haben sich die Kashit wohl in Sicherheit gebracht? Naja, der Drache ist tot. Mein Drachen getötet. Wer hätte das gedacht, dass die Macht, einen Drachen zu töten, in mir wohnt? Aber ihr habt das sicher gewusst, meine Göttin. Ihr wart immer weitsichtiger als alle anderen. Die Monde sind aufgegangen, doch. Was war das für ein Schrei, den wir noch gehört haben? An mir soll es nicht scheitern. Mal die gute Nachricht überbringen. Mein Jarl. Gut. Auf ein Wort. Hier. Der Jarl erwartet. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Oh ja, der Drache war da. Doch. Der Wachturm wurde zerstört. Doch wir haben den Drachen getötet. Diesen elendigen Lindwurm. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Einer eurer Wachen. Er war der Meinung, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte, was auch immer das ist. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Es hört sich vielleicht komisch an. Doch als der Drache starb, ist ein Teil seiner Kräfte oder seine Seele in mich hineingegangen, wenn das Sinn für euch mag. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Und was wollen diese Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochotga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teba Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Thanos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses, Drachenblut ist. Nordnonsens? Ihr eingebildeter Unwissender? Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Honga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört.
wenn Sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid. Wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Ich habe einen Adelstitel bekommen. Ja, toll. Ja. Also, mal schauen, was wir da Schönes an Waffen bekommen haben. Axt von Weißlauf. Das ist aber eine Zweihandwaffe. Blitzschaden. Schade, dass es ein Zweihänder ist. Kann ich so nicht gebrauchen. Und dann hat es ja noch Rüstung gegeben. Nein, das war der Kettenhaar. Kettenhalsberger der Nord. Okay, er schützt mich noch mal ein bisschen mehr. Oh. Sonst noch irgendeine Waffe, die mich nicht erinnern kann? Scheint alles gewesen zu sein. Axt von Weißlauf. Naja, man sollte nicht gierig werden. Muss das wohl diese Huskarl-Dame sein, auf die ich aber leider verzichten kann. Ich kann auf diese Gutmenschen, komme ich nicht klar. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Das hört sich doch sehr gut an, mein Mädchen. Aber ich spüre noch wenig Vertrauen in Mephala, in euch, mein Mädchen. Deswegen befehle ich euch als euer Tane. Lasst Mephala in euer Herz und ihr werdet die wahre Schönheit des Lebens entdecken. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr eure Studien vorangetrieben habt. Hopp, hopp! Keine Zeit darf verloren werden. Also gut. Ist mir zu gut, Hell. Aber... An dem soll es nicht scheitern. Ich wäre dafür. Wir kehren hier auch erstmal ein. Und schauen, was der nächste Tag uns so bringt.